Hallo und herzlich willkommen zum 26. Luke-Livestream, heute mit Supervisor. Schön, eine ganze Band, also macht es euch richtig gemütlich, macht Platz, schiebt den Wohnzimmertisch weg, damit ihr tanzen könnt. Richtig gute Musik, viel Spaß dabei. Und wenn ihr die Künstler unterstützen möchtet, wie immer, gibt es eine Möglichkeit, und zwar einen digitalen Kulturbeutel. Normalerweise geht immer der normale haptische Kulturbeutel rum. Wir haben heute den digitalen Kulturbeutel. Und die Beschreibung unter dem YouTube-Stream, da ist direkt der Link in dieser Beschreibung. Und wenn ihr da draufklickt, seid ihr bei Better Place Me. Und da könnt ihr die Künstler unterstützen und auch die Luke. 60% gehen an die Künstler, 40% an die Luke. Vielen Dank für alle Unterstützung. Und natürlich macht rege Gebrauch von dem Chat. Ich sehe, ihr seid schon da. Genau. Und die Band wird drauf kommunizieren, also ihr könnt da als Band auch wirklich voll in Kommunikation gehen und dann gibt es einen regen Austausch. Seid ihr bereit? Jawohl, ich sehe, dass ihr bereit seid. Viel Spaß mit Supervisor. Ja, einen schönen guten Abend zusammen an den Geräten zu Hause. Vielleicht haben ja Leute irgendwie Public Viewing veranstaltet, wäre natürlich schön. Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann schreibt uns. Eliane schreibt schon, hallo alle da draußen und in der Luke. Hallo Eliane, schön, dass du dabei bist. Wir haben hier einen riesengroßen Bildschirm, wir sehen alles, was ihr schreibt. Und wir fangen auch gleich an, wenn alle bereit sind. Das erste Lied heißt Combustible. Genießt diesen lauen Sommerabend mit sommerlichen Klängen, wie wir hoffen. Wir spielen einfach mal los jetzt. Seid gut drauf. Eliane und Bettina, ihr habt euch gefunden im Chat. Sehr schön.
herzlichen Dank. Dankeschön. Liebes kleines Publikum in der Luke und natürlich alle Leute zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Supervisor. Wir kommen zum Teil aus Ludwigsburg, zum Teil aus dem fernen Bamberg, zum Teil aus dem fernen Budweiltal. Nicht fern. Grüße aus dem Pool von den Barber Boys. Geil, Leute. Chillt, genießt es. Macht euch ruhig ein kühles auf. Wir versuchen ein bisschen Sommer-Vibes zu euch nach Hause zu bringen. Wir würden natürlich gern mit euch allen jetzt irgendwie draußen Konzert feiern. Ihr wisst, es ist ein bisschen schwierig. Aber hey, man muss sich halt irgendwie trotzdem einen Ausbruch aus dem Alltag bauen. Zum Beispiel mit so einem kleinen, schönen Livestream hier. Deshalb heißt das nächste Lied Break Free. Schön, dass ihr schon so fleißig schreibt im Livestream. Eliane P., liebe Grüße nach Wesel. Schön, uns zu sehen. Schön, schön euch alle zu sehen. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Müller. Jo, Sarah ist auch da. Sagt Go, Go, Supervisor.
Cool. If we've got any international viewers, let me know, and I'll give you a shout out. Next song's called Mariana Trench. Jo, von unserer aktuellen EP, Pacific Breakfast heißt das Ding, könnt ihr anhören auf Spotify etc. Viel Spaß.
hoffe, ihr seid gut drauf. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Okay. Vielen Dank. Raphael Harsch, mein Lieber, Grüße aus Ravensburg, Grüße aus Ludwigsburg an dich, an deine ganze Familie. Jutta ist weiter aktiv. The Stranger 1983. Dann grüßt den Maximalen. Ich glaube, das ist unser Drummer, der Max. Der hat sich richtig verausgabt gerade schon. Hallo, Matze. Nico grüßt euch mit Family. Noch ein Nico. Hammer. Ihr lieben Nico ist sehr stark vertreten heute. Das freut uns natürlich. Schöner wird's nicht. Das nächste Lied heißt Ever Get Better. Und weil der Marius noch kurz braucht, erzähle ich noch was. Was wollt ihr wissen? Oh, Beer Production, mein Lieber. Ich grüße dich, JT. Schön, dass ihr alle da seid. Aktuell sind wir 32 Zuschauer. Wenn ihr denkt, es gibt Leute, die müssen das jetzt unbedingt noch sehen, dann schickt den einfach irgendwie per WhatsApp oder per Facebook. Messenger, was weiß ich, teilt den Link und sagt es weiter. Haut auf die Glocke, lasst ein Abo da auf jeden Fall für diesen wunderbaren Kanal, Luke Spotlight. Wir sind super dankbar, dass wir heute hier sein dürfen. Wer Musik macht, weiß, dass es gerade schwierig ist, Musik zu machen vor Menschen. Deshalb sind wir sehr dankbar für diese Möglichkeit. Kira Lepetz sagt Grüße aus Obersenfeld von Joe's Bar. Haja. Grüße zurück nach Oberstoffeld, die Heimat. Ever Get Better von Dreiviertel der Band. So, ihr könnt mitschnippeln oder vielleicht sogar klatschen, wenn ihr richtig crazy drauf seid. To me, I couldn't look the other way, no. I was talking in my sleep, I dreamed that you were next to me. Or was it true? Now please don't say no. When I don't think this could ever get better, and I don't think this could ever get better, and I don't think this could ever get better, and I don't think this could ever get better, no, no. I felt the sand beneath my feet. I see no reason to explain, no. I was riding on a wave. I was rocking on a stage. I danced on top of a volcano.
Vielen Dank. Ja. Schon gar nicht so schlecht, wenn du mich fragst. Am Freitagabend, ja? Ich kann mir Schlechteres vorstellen am Freitagabend. Hey, es macht richtig Spaß mit euch. Schön, dass ihr auch so fleißig schreibt. Garbus 0 schreibt wie in alten Zeiten. Liebe Grüße von Garbus. Rock'n'Roll. Well, Grüße zurück vom Schnabus an Garbus, oder? Ja, richtig, genau. Siggi Schnabus am Bass, meine Damen und Herren. Ja. Gunter Mahler fragt, wo ist euer Schlagzeug? Schlagzeuger, Schlagzeug. Soll das wahrscheinlich heißen. Ja. Der sitzt in der Ecke. Stimm mal, Siggi, geh mal zur Seite ein bisschen. Da ist er, alles live. Alles live. Nicht vom Tonband. Ja. Keineswegs. Im Gegenteil. Gunter, hallo. Guten Abend. Günther. Mit. Ja. Sedie unter dem U, das habe ich auch noch nie gesehen. Hey, wenn ihr Fragen habt an uns, was ihr schon immer mal wissen wolltet über Supervisor, dann stellt sie uns jetzt. Wenn ihr fragen wollt, wo kriegt man die geilen Ananas-Shirts, dann kann ich euch die Antwort sagen. Bei uns. Schreibt uns eine E-Mail an supervisormusic@gmail.com und wir schicken die euch. Die sind richtig schön. Vielleicht zeige ich nachher noch eins. Vielleicht auch nicht, weil das liegt jetzt im Backstage. Jo, wir spielen ein neues Stück. Heißt Live to See the Sunrise. Geht darum, dass man sich manchmal durchbeißen muss, wenn man sich ein bisschen Mut machen, gerade in so irgendwie blöden Zeiten, wie sie jetzt ja doch immer mal wieder sind. Bleibt dran, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Why do I do this to myself? Is this love or something? Dankeschön. Das war Live to See the Sunrise von der Pacific Breakfast EP. Nicolai Opifanti, grüße dich. Pfarrer aus Plastik, folgt ihm auf Instagram. Wie schwer seid ihr zusammen, fragt Lourdes Paints. Lourdes Paints? Marius kann Französisch.
Ja, gute Frage. Also ich persönlich wieg 61, nee, 71. Schön wär's. Schön wär's, ey. Entschuldigung. 71. Jetzt muss jeder rausrücken, weil ich krieg's nicht zusammen. Zwischen 1 und 70? Zwischen 1 und 12 oder 20 Kilo? Paar und 80. Wahrscheinlich irgendwie 70 im Schnitt. Nee. 75. 75 im Schnitt, ja. Pipapo. 300 Kilo. Ja, circa so. Die Bühne hält's aus, sag ich mal. Es ist noch nie eine Bühne unter uns zusammengebrochen. So viel lasst euch gesagt sein. Jutta Brangberg, Spitze, gute Musik. Schön, danke. Wir freuen uns über positives Feedback. Wenn ihr negatives Feedback habt, dann schreibt's an supervisormusic@gmail.com und bestellt gleich noch ein T-Shirt mit. Das nächste Lied heißt White Rabbit. Von der White Rabbit EP kann man auch kostenlos anhören. Runterladen. Runterladen nicht mehr. Ich habe den Link rausgenommen, aber ihr könnt es auf Spotify anhören. Und auf allen anderen gängigen Streaming-Plattformen, wie man das heute halt so macht. Viel Spaß. Take you underground. Let me take you for a ride, and I will show you around town. Rabbits, could you show me out of a wonderland? Break a leg, yeah, break the habit. I'm sure someone will understand. Whatever happens, don't go. Yeah, we've only just met. Vielen Dank.
So, wir danken auch nochmal für den Applaus, den wir hier gespendet kriegen von unserem Technikteam. Wenn ihr daheim klatscht, dann finden wir das wunderbar, aber wir hören das leider nicht. Was wir nachher natürlich sehen, ist, wenn ihr was in den Kulturbeutel schmeißt. Also falls es euch gefällt, dann klickt doch auf den Link, den findet ihr, soweit ich weiß, unter dem Video. Da könnt ihr was tun, um die Luke zu unterstützen, um arme, brotlose Künstler wie uns zu unterstützen. Und es sei euch gedankt. Das nächste Lied heißt Drive. Und wenn ihr nochmal ausrasten wollt in eurem Wohnzimmer oder auf der Terrasse, dann jetzt. Auf dem Stückle. Vielleicht sind wir auf dem Stückle. Wenn ihr aus Schwaben kommt wie wir, dann seid ihr jetzt wahrscheinlich auf dem Stückle. Wochenende, schön. Ein bisschen Heißle. Wochenende Heißle vielleicht sogar. Stockbrot und Rode. Stockbrot, Rode. Halbe dazu. Schurke oder Hofbräu. Oder was Alkoholfreies. Wie ihr willet. Nun gut, das Lied heißt Drive. Passt zum Thema, weil don't drink and drive. Can you take the wheel? I'm tired of fighting all the time. I tried to bring myself to heal. Guess you gotta do what it takes to survive. I've been holding along just to get along. Now I think I'm done with being out on the run. I've been playing along just to get along, and now I'm done. Baby, can you? Also uns ist es jetzt warm. Wir sind ja im Kellergewölbe. Eigentlich angenehm kühl hier. Aber nass ist kälter als draußen. Vielleicht kühlt es bei euch langsam draußen ab. Klatsch, klatsch, sagt Jutta Brangberg. Vielen Dank. Bettina Hof sendet auch Klatsch-Emojis. In Hawaii war es wärmer draußen, auf jeden Fall. Ja, nee, auch beim Konzert damals. Da war es nachts auch kälter als draußen. Beim Konzert, es war so kalt, ey, weil einfach diese Klimaanlagen völlig übertrieben sind. Amerikanische Klimaanlagen. Jo, wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt. Fragt uns. Wir stehen euch zur Verfügung. Wir sind nur für euch da heute Abend. We have nowhere else to be. Kleines Q&A, wenn ihr wollt.
Infektionsschutz, wir wissen Bescheid. Ja. Geil. Nächste Lied heißt Hey Now. Oh, wow. Populär. Schon lange nicht mehr gespielt. Wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. Ist ja nicht so schwer eigentlich. Viel Spaß, genießt den Sommer. This city knew my name. I wish this city knew my name. I wish this city knew my name. I wish this city knew my name. I said, hey now, don't you forget about me now. Don't you forget about me now. Don't you forget about me. Merci. Super Sound, sagt Tobias Oesterle. Vielen Dank, das freut uns natürlich. Das freut uns natürlich vor allem auch, dass wir einen wunderbaren Soundmann haben. Ja,
Alex, gell? Vielen Dank an Alex. Applaus. Der macht den Ton. Chris macht das Bild. Bravo. Ja. Und Andreas die Moderation und die Motivation. Und ihr seid das Publikum, ihr seid das, warum wir das machen. Ja. Und wir freuen uns, dass wir spielen durften hier. Wir sind schon langsam am Ende angelangt. Wir haben noch eins, circa. Da, Marius Pantan ist da. Simone Escher. Jungs, ihr seid klasse. Grüße gehen raus an den Skiclub Rio. Jetzt Mitglied werden. Hashtag unbezahlte Werbung. Wer weiß, vielleicht wirft sie nachher was in den Kulturbeutel. Ja. Ich finde, da haben wir jetzt was verdient. Vielleicht auch aus der Vereinskasse. Oh, Alexis. Oh, Grüße aus Griechenland. Jamas. Da trinke ich ein Wasser drauf. Oder ist es Uso? Wer weiß. Das würde ich ihm Alex nie erzählen. Keine Ahnung. Seni Seviorum, Alex. City of Rain, sollen wir spielen? Ja! Ja, komm. Wir spielen einfach. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Kommt mal wieder zu einem Supervisor-Konzert, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Folgt uns auf Instagram. Schaut immer mal wieder auf unsere Website, supervisor.com. Ja, und folgt auf jeden Fall auch der Luke. Kommt in die Luke, wenn sie wieder aufmachen darf. Kommt in die Luke, was für ein schöner Ort. Und unterstützt sie auch jetzt in Abwesenheit quasi, indem ihr was in den Kulturbeutel werft. City of Rain, damit verabschieden wir uns oft. City of Rain.
It's time we started running away. Maybe this time it's not already too late. If you can take the heat, then we can always escape. We'll run away to find the sun. Liebes Internet, Publikum, vielen, vielen Dank. Wir waren Supervisor. Ihr könnt uns folgen auf @supervisormusic auf Instagram. Ihr könnt supervisor.com besuchen. Könnt uns eine E-Mail schreiben, auch wenn ihr irgendwelche Fragen jetzt noch hattet, die nicht beantwortet wurden. Wir können auch das mit dem Gewicht nochmal ausrechnen, wenn ihr uns nochmal eine E-Mail schreibt. Wir freuen uns, vielleicht legen wir uns auch bald so ein Bandtelefon zu. Dann könnt ihr uns immer irgendwie WhatsApp schreiben. Das ist richtig geil. Unsere Freunde von Neve haben das gemacht. Kleiner Shoutout noch an die Jungs. Und wir holen uns ein Nokia 3210, nur SMS. Geil. Ich habe übel Bock. Und wehe, ihr schreibt mehr als 160 Zeichen. So, Zugabe sehe ich Marcel Busch. Lourdes sagt auch Zugabe. Flughafen sagt Beer Production. Flughafen, Flughafen, Flughafen. Die spielen wir dann, wenn der Berliner Flughafen endlich erneuert. Ja, wahrscheinlich muss er jetzt wieder erneuert werden. Ist jetzt offen. Fertig, aber nicht offen. Ja, also, wo gehen wir da auch hin? Wir wünschen allen eine schöne Sommerpause, schreibt Bettina Hauf. Genau, das ist, wie schon gesagt wurde, das letzte Konzert. Das ist das letzte. Ja, gut, gnädige Damen und Herren, das ist das letzte Konzert vor der Sommerpause und wir wünschen euch, gehabt euch wohl. Fresset. Jo, letztes Konzert. Unser letztes Konzert für mal gucken. Für Kalender, jetzt überhaupt, ja? Ja, also unser Konzertkalender sieht gerade noch relativ leer aus. Wenn ihr uns irgendwie für eure kleine persönliche Feier buchen wollt oder so, Corona-konform, dann schreibt uns auch eine E-Mail und bleibt auf dem Laufenden. Wir machen das mit dem Nokia. Wir spielen noch eine Zugabe, wenn wir dürfen. Ja, oder? Ja, ja. Ja, also einen hätten wir noch. Allee, eine Straße hier bei mir. Allee. Chat eskaliert. Ja, ja. Wir müssen. Jo, danke. Ihr seid super, mega Spielfreude, macht echt gute Laune. Danke, Eliane. Macht auch Freude und gute Laune. Und wenn wir es geschafft haben, euch ein bisschen gute Laune zu machen heute Abend, dann haben wir es geschafft. Das ist, was wir wollten, weil dazu sind wir da. Um selber Spaß zu haben, aber auch, dass ihr hoffentlich auch Spaß habt. Lied heißt Keepsakes, geht darum, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Damit hören wir auf. Wünschen euch alles Gute. Bis dann. Bleibt gesund. Und hoffnungsvoll auf jeden Fall. Cigarettes.
of whiskey and cheap beer. But I think I'm glad about who we've become. The future we were dreaming of is now, is now, is now. The future shining bright like a diamond studded sea. Waiting there for me. I know this too shall pass, all this will fade away. I know that nothing lasts and will return to dust someday. But like post-apocalyptic shining bright like a diamond studded sea. I don't know where this road will end, but I know who's waiting there for me. The future shining bright, I know who's waiting there for me. Shining bright like a diamond studded sea. I don't know where this road will end, but I know who's waiting there for me. The future shining bright like a diamond studded sea. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Wir waren Supervisor. Bis zum nächsten Mal. Bleibt locker. Vielen Dank. War super. Fantastisch. Okay. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart beim letzten Konzert vor der Sommerpause. Das war das 26. Luke-Livestream. Witz, hätte ich einen, aber den erzähle ich jetzt nicht, weil unser Kameramann kennt die schon alle. Okay, aber den hat Robert schon vorige Woche erzählt. Ja, genau. Ich mach's. Und zwar hängen drei Fledermäuse am Holzbalken. Auf einmal klappt eine nach oben. Da sagt die eine der zwei zur anderen, du, ich glaube, Harry ist gerade ohnmächtig geworden. Genau. Hey, habt einen schönen Sommer und passt auf euch auf. Habt gute Gemeinschaft mit euren Lieben, wo ihr zusammen seid. Es stärkt die Immunkräfte. Wir freuen uns auf euch, wenn wir euch wiedersehen. Mein Kameramann, unser Kameramann, macht wieder schöne Bewegungen. Und hier ist gerade die Katze durchgegangen. Und zwar, wenn ihr die Band unterstützen möchtet oder auch die Luke, könnt ihr direkt unter dem YouTube-Stream auf den Link in der Beschreibung klicken. Dann könnt ihr dorthin spenden in den digitalen Kulturbeutel. 60% gehen, wie gesagt, an die Künstler, 40% gehen an die Luke und an die Technik. Vielen Dank für alle Unterstützung. Einen schönen Abend noch, einen schönen Sommer und bis zum September. Ciao.